Markus Schwabel findet mit einer tollen Flanke von rechts direkt den Kopf von Vollstrecker Stefan Hein, der den Ball in der 33. Minute präzise aus 10 Metern ins linke Toreck fixiert. Aber auch sein kongenialer Sturmpartner Hein steht ihm in nichts nach. 6 Minuten später buxiert er die Maßflanke von Kapitän Markus Schwabel mit Hilfe des Innenpfostens in die Maschen zum 3:0. Das geht für Regionalliga-Verhältnisse allerdings viel zu einfach. Die 1400 Zuschauer im Sportpark begeistert von der Gala-Vorstellung ihrer wie entfesselt aufspielenden Mannschaft. Und kurz vor der Pause dann noch einmal dieselbe Kombination. Wieder Flanke Schwabel, wieder Kopfball Hein. Mit dem 4:0 nach 43 Minuten war die Partie schon zur Halbzeit quasi entschieden. Hein mit einem äußerst platzierten Kopfball und mit seinem zweiten Tor der Partie alles wieder klar. Die 52. Minute, der nach seiner Gelbsperre wieder in die Startelf zurückgekehrte Kapitän Markus Schwabel mit der Maßflanke und Patrick Hopsch muss nur noch den Schädel hinhalten. Die dritte Führung für Haching. Für die Gastgeber, die loslegten wie die Feuerwehr und bereits nach 6 Minuten in Führung gingen. Patrick Hopsch verwertet die Maßflanke von Markus Schwabel per Kopf zum 1:0. 10. Saisontor für den 27-Jährigen. Fürther absolut beeindruckt vom selbstbewussten Auftreten der Heimelf, die weiter extrem viel Druck ausübte. Den Schuss von Hopsch kann Gästegoalie Leon Schaffran noch abwehren, aber dann setzt Christoph Ehlich energisch nach und arbeitet die Kugel zum 3:0 über die Linie. Die nächste Chance aber wieder für den Drittliga-Absteiger. Die Maßflanke von Kapitän Markus Schwabel kann Westermeier nach 19 Minuten aber nicht verheben. Dickes Ding da für den Youngster. Während die Hausern versuchten von Beginn an Druck auszuüben, Downgater Patrick Hopsch mit seinem ersten gefährlichen Kopfball nach rund einer Viertelstunde. Doch in 41. Minute war es dann soweit. Hopsch ließ sich im Rücken der Abwehr frei und verwertet die Maßflanke von Kapitän Markus Schwabel per Flugkopfball zu seinem 22. Saisontor. Damit hat er mit Schweinfurts Adam Schabiri gleichgezogen.